Okay, Party People. Okay, Party People. Was meiken wir? So hier, also, das ist. Wie heißt denn nochmal der Ninja oder sowas? Scheiße. Der Glas, Glas so leise aufmacht. Ja, das ist nicht der Ninja, der das Glas leise aufmacht. Der Glas schneiden kann, ohne Geräusch zu machen, ist der Agent. Selbst der viel Zweite. Mit Glas? Na, nee, aber du kannst halt damit die Dingens aufmachen. Poison finde ich immer noch super stark, weil der super lange abhält von allem. Ich glaube, ich nehme mal Cäsar. Der ist richtig ätzend mit seinen. Wo ist der denn? Ich sehe nur die Queen. Ich glaube, ich nehme mal den Traffic Cop. Für die Juwelen am Ein- und Ausgang so ein Wire legen ist, glaube ich, schon nicht verkehrt. Ja. Ja, die Juwelen kann viel Geld sein. Ich hatte mir eben überlegt, als Robber könnte man eigentlich auch mal darauf setzen, schnell die Juwelen zu holen als Jack, als Joker. Und dann hast du, glaube ich, schon richtig viel Geld. Ja. Ja, das habe ich mir auch direkt gedacht. Da wollte ich erst am Ende machen. Ja, oder pass auf, dann geht über den Sniper. Ich mache Armspieler. Ich breach die Tresore dann einfach auf. Erstmal als Ingenieur. Ich denke, das macht auch Sinn. Also, das kriegen wir ja nicht die Tresore auf, ne? Ja, okay. Ja, ich könnte ansonsten. Pass auf, da mache ich einen Armstealer. Moment, Armstealer ist doch nicht der. Öffnet der die Tresore? Kann der das? Der kann Raketenwerfer kaufen und so Geschichten. Ach so, ja. Ich habe jetzt Engineer. Schon. Und vor allen Dingen die ganzen anderen Bots. Ja, das ist klar. Deshalb, ja, ich mache da mal die Wires hin und locke mal die Fahrzeuge, damit das Extracten länger dauert. Ich werde mit den Roman Guards die Vaults zustellen. Ja, zumindest den Zug, ne? Also der kleine draußen ist nicht so super wichtig, da ist super wenig drin. Nee, aber drin ist ja auch noch einer. Also Haus. Ja, ich weiß nicht. Achso, du kannst dich vorstellen. Ja, die stelle ich einfach direkt vor die Tür. Okay. Ich weiß nicht, wie oft man die benutzen kann. Ich hab den noch nicht gespielt, aber. Okay, dann let's go. Mal. So, setz dich in Position, Peter, danach fange ich an. Ja. Rumzufahren. Ich stehe schön offen. Wen haben wir denn hier? Wir haben einmal Julius Caesar, der kann nicht abgeschossen werden, Leute. Mega! Den kann man nicht töten? Den kannst du nicht mit Kugeln töten. Selbst schon. Den schon. Okay, mach direkt hier Drahti Draht. Ich gehe direkt runter zum Zug. Na, Draht. Hier ist der Draht. Verpiss dich, Junge! Police is here. Okay, ich guck mal Kameras direkt. Ich bin tot. Wir haben die Sniper? Wir haben einen Sniper. Peter ist ein Sniper. Ich weiß auch von wo, hinten in der Ecke, irgendwo die Richtung. Sehr leid. Oh Gott. Der Zugtresor ist offen. Julius Caesar ist im Tresorraum dort. Ich glaube, ich kann sogar Vault-Türen aufmachen. Sepp hat den mit dem, wie heißt das? Der die Dingens macht. Die Türme. Oh Gott. Im Auto. Hinten in der Ecke, von der Richtung. Okay, wild, Alter. Gehst du kurz Kamera? Ist instant tot. Wo ging das Bombenauto hin, weißt du es? Hier, die haben den Vault hier aufgemacht. Den mittleren? Zu. Den im Zug. Den im Zug. Okay. Warte mal, wie kann ich hier den rotaten? Da fliegt einer. Würde ich sagen. Scheiße, okay, dass ich da von Ding zu Ding. Ja, ich versuche doch. Oder schlecht. Nein, ich falle immer runter. Ich bin so lost. Fuck, also ich kann ihn nicht explodieren lassen alleine. Ja, okay, dann helfe ich dir. Mit, nein, also ich habe versucht halt Julius Caesar gerade umzubringen. Ach, das ist gar nicht der mit dem. Hier ist einer. Oh, die haben meine Wires, glaube ich, kaputt gemacht. Zeit. Ja, ich gehe hoch. Geld hier an den Automaten schon weg. Soll ich denn Peter mal suchen gehen? Ja, das ist jetzt. Du kannst mich mit dem Auto nicht killen, Alter. Ja, doch, kann er wohl. Kann mich nur mit dem Auto killen.
Ich gehe mal Peter suchen, oder? Weil der kann mich ja nicht erschießen, fällt mir gerade ein. Ja, tu das, aber dann ist hier jetzt echt Holland offen ein bisschen. Der Julius ist bei dir, Caesar der ist hier. Ja, den kann ich halt nicht abschießen. Ja, ich wollte es nur sagen. Ja. Ich gehe den nächsten Tresor aufmachen. Sepp wird sich halt innerhalb da, Sepp. Kannst du abschießen vielleicht? Der ist jetzt im nächsten. Ja, ich bin gerade auf dem Weg, auf dem Dach raufzukommen. Hier ist Julius Caesar. Ah, der ist da in der Bank, okay. Der ist. Wie gesagt, der Vault im. Hast du gerade gerannt? Okay, der wollte mich hauen. Ach, Botrobber Medium, die haben wieder ganz viele Botrobber. Ja, die haben Armstealer dann. Das habe ich gar nicht. Wollte bekommen. Ich eigentlich machen, noch Mist. Und irgendwo wo fliegt da einer rum. Komm, Auto. Damit ist zumindest jetzt beide Tresore sind offen. Das ist, oh mein Gott, ich habe vor seiner Nase gerade gehackt. What the fuck? Are you Wir rennen weg! You ich wollte gerade sagen, wie kann man nur so unlucky sein? Was? Alles gut. Julius Caesar markiere ich. Der ist hinten bei unserem Van und da ist auch Sepp. Die sind beide da. Sepp läuft jetzt. Hat den unteren Vault gesprengt? Läuft. Der gibt das Geld ab. Ne, hier liegt Geld. Der konnte das Geld nicht abgeben, der Botrauber Medium. Direkt vorm Auto liegt hier Geld. Scheiße. Warte mal, können wir... Kann ich mit den Römern das hier zustellen? Das Auto? Das Auto? Ich geh mal gucken, ich krall mal das Auto. Da liegt schon Geld drin, ne? Hier in dem Auto? Nee. Ich markiere Sepp, wie er runterläuft. Sepp läuft runter und Julius Caesar guckt auf mich die ganze Zeit. Und Julius Caesar bewegt sich jetzt auch. Sepp ist da. Sepp ist da. Sepp, schießt ihn doch ab! Ja, das ist leider nicht. Der war versteckt, also ich konnte ihn nicht abschießen. Ah, okay, da wusste ich natürlich nicht. Wenn ihr das dachte, ich könnte das hier reinschmeißen, oder? Scheiße. Ja. Wie kann ich den wieder abbauen? Nee, ne? Weiß ich nicht, doch bestimmt. Mit X einfach neu setzen? Ja, aber da muss ich 30 Sekunden für warten. Ich muss zum Zug. Okay, vielleicht das war sind bei den Juwelen. Juwelen, genau, ich gehe rüber. Aber der große Vault ist auch offen. Vielleicht sollten wir den nicht so... Ja, dann gehe ich zu dem. Ich position... Positionswechsel. Julius Caesar rennt. Hier hinter. Mhm. Ich greife ihn nochmal an. Was ist denn asozial? Christian ist, ja. Ey, ich weiß nicht, wie man gegen Julius Caesar kämpfen soll. Da unten ist Sepp. Ich weiß nicht, Chris, Sepp, den kannst du, Peter, den kannst du abschießen. Ich hab ihn geschockt. Okay, die Juwelen. Der rennt schon wieder, Sepp, hier! Wo? Hier da, außen! Sehen. Schießen weg! Kommt der zu mir? Nee, das ist noch ein Auto, oder? Ich kann nicht hinterher rennen, er hat das Geld. Oh, ich werd besniped. Oben am Dach, oben links auf dem Dach. Ich hab ihn gesehen. Botrauber Medium. Der ist da oben auf dem Dach. Ja, da kommen wir nicht hoch, oder? Nee, der hat sich hochgehuckelt. Drecksau. Ja, der schießt wieder von oben auf dich. Ich hab ihn geschockt. Das ist auch okay. Ich kann ja mit unterschiedlichen Dingern spielen. Es gibt auch Tracer. Oh mein Gott, Tracer ist ja insane. Das ist die von Overwatch, ne? Ja, damit kann ich vielleicht Julius Caesar abschießen und dann seht ihr den die ganze Zeit. Moment. Ich muss nochmal pushen. Oh, fuck. Der gut, Peter. Was hast du da jetzt gemacht? Entweder bin ich runtergefallen. Er hat irgendwo mit auf mich geschossen. Doch, da kommen wir hoch. Ich geh hoch. Sepp, mach du den Rest. Ich versuch hoch zu. Fuck me, Alter. Ja? Das tut richtig weh. Nee, da kommen wir nicht hoch. Die Leitern gehen nicht bis unten. Was ist das denn? Können wir hier dran springen? Das ist richtig räudig, wie die uns hier ficken, ey, mit dem Scheiß. Peter ist an Fall der Schaden gestorben. Ah, sehr gut. Verdient. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, aber das erste Geld, küt.
So, Tracer. Wo ist Julius Caesar? Weiß einer, wo Julius Caesar ist? Das weiß ich gerade leider nicht, ne? Ah, ich sehe ihn. Der verfolgt... Wo ist er hin? Da ist er. Markiere. Sepp ist hier. Na. Oder was du da? Nee, die haben gesprengt. Da hinten ist Feuer. Hier rennt wieder einer! Das ist wieder Bot-Medium! Hilfe! Ich kann dem nicht hinterherrennen. Wieso hat Caesar so wenig Ausdauer? Als Melee. Hier ist richtig viel Feuer. Feuer weggemacht. Ja, der hat wieder das Geld abgegeben. Ach man. Sniper wieder da. Seht ihr jetzt Julius Caesar? Ja, guck mal, der wird euch jetzt gepinkt, weil ich den mit Getracer hittet nice. Hab. Das ist Bot-Rubber nice. Arbeiten gut, ey. Hier ist Julius Caesar. Guck mal, der wird euch jetzt durchgehend gepinkt. So, jetzt kann ich mich wieder um Sepp kümmern. Sepp ist geschockt. Was ist das asozial, Alter? Das ist schon stark. Der ist da ist oben. Hinten bei denen am Spawn. Da oben, ich habe ihn markiert. Hier kommt wieder einer runter. Hast du ihn markiert? Ja, da oben. So. Nice. Da gut. Oben auf dem Haus war er drauf. Da kommt einer runter. Ah, die kann man nicht töten, wenn die runterfallen. Nee, aber wenn die unten sind, kannst du die sofort killen. Ich wurde reingekillt. Electrolyted. Wo war der? Juan! Guck mal, wie viele Bots die haben. So. Hör mal was anderes. Geh mal einfach gerade Cocky rein. Renn einfach so schnell ich kann und scheiß auf alles. Weil Julius Caesar mich wahrscheinlich gleich angreift. Aber ich habe 21k. Na schade, jetzt hat Sepp mich gerade gemacht. Okay, jetzt muss er ein bisschen aufpassen, ne? Wenn es nicht gut ist, wenn wir einen von denen erwischen, ist er direkt weg. Unten wird gesprengt. Hier war einer. Oh mein Gott, ich habe ihn gesehen, der ist hier da. Hier rennt wieder im Zug, im Zug rennt wieder einer. Ja. Ja, ich komme denen nicht hinterher. Also als Caesar hat man viel zu wenig Ausdauer. Ich habe Bram. Hier liegt Geld. Das ist nice, weil der ist direkt raus. Oh fuck. Ja, wirst du super. Tag auch noch da rein. Oh! Ich werd gejagt! Jo. Hilfe! Ich, von wem? Mit Kugeln hilft Julius ja gar nicht. Caesar, Scheiße, Alter. Bram schießt auf den. Ich hab ihn geschockt. Hä, wie kurz schockt das nur? Ich bin abgehauen, oder? Ja, jetzt verfolgt der Bram, glaube ich. Ich bin wieder verkleidet. Hat er dich verloren, Bram? Weißt du das? Nein. Hier ist Sepp. Pack, pack. Peter macht nichts. Peter macht mich gleich. Wir kommen halt nicht zu Peter. Ich komm nicht mal eben. Das Geld ist weg. Fuck. Sepp, ich brauch mal Hilfe hier. Die rennen einfach von mir weg und ich kann nichts dagegen machen. Wir haben das fette Geld hier mitgenommen. Fuck me. Hot-Robber hab ich. Ja, aber hier ist noch einer. Bomb-Buggy. Kannst du den wegmachen? Moment, ich muss meine Munition ändern. Ich hab ihn gemacht. Alles gut, also Julius rennt mir die ganze Zeit hinterher, hier. Okay, warte. Aber Bram, du läufst da gerade Sepp auch in den Weg. Sepp, Bram ist selber, Bram, lol! Was? Ja, fuck. Er wird jetzt fast tot. Wieso kann ich die? Ja. Oh mein Gott. Ja, Gott sei Dank. Sepp, hier rennt einer, Hilfe! Ich versuch Peter zu töten, aber er hat keine Muni! Scheiß auf Peter, der kann kein Geld holen! Jay hat mich getötet, der ist bei den Juwelen. Ja, aber Peter stunt mich die ganze Zeit und dadurch kann ich nichts tun. Ich krieg die Krätze hier gerade. Was ist da raus? Geld ist weg. Wo ist das Geld hin? Okay, Caesar ist richtig mies. Du kannst vor dem einfach wegrennen. Ich hab Jay. Oh mein Gott. Nee. Bram war. Nein, Jay, hab ich schon wieder gekillt. Die sind einfach am Spawn bei den Juwelen die ganze Zeit und töten mich da nur. Ja, ich komm. Julius Caesar, kommt da hoch jetzt, Jay? Ja, der ist bestimmt schon weg. Ich hab ein Problem.
Ja, alles gut. Ich bin einfach jetzt, ich versuche einfach irgendwie wegzulaufen. Aber der Bottroper Medium gönnt sich jetzt die 12k, oder? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, das macht gar nichts. Der Bottroper Medium hat 14 ich und rennt. Ich habe keine Schuss und Julius Caesar rennt hinterher, aber der Bottroper ist schneller, jawohl! Rennen, Bri! Hier, Sepp ist hier. Ich habe keine Schuss mehr. Du kannst dir doch sowas hinsetzen. Wir haben gewonnen, Jungs. Du kannst dir Munition da hinsetzen, Peter. Ah ja. Ja. Ich bin noch nicht so häufig. Nee, 14,5 von 1500. Wie sieht denn der aus? Ich glaube, rot. Der ist irgendwo das Geld wegbringen, glaube ich. Der ist schon Geld wegbringen, weil hier liegt noch Geld. Ja, hier liegt überall Geld. Ich hasse es. Die töten mich die ganze Zeit, weil die hier die Juwelen alle absnacken. Ja, der rennt hier weg. Hier, der rennt wieder vor mir weg. Den werde ich nicht kriegen. Wo ist er? Hier. Haben markiert. Ich kürze ab durch die Bank. Läuft der in die Bank? Ja, der ist in die Bank und läuft jetzt zum Auto. Sehen nicht. Hat das Geld abgegeben. Peter, genau vor dir. Oh Gott! Mir uns fehlen 500 nur. Alter, wie geil ist denn das, wenn du Julius Caesar bist und dann der Bottrauber einfach vor dem wegrennt? Schmeiß einfach so ein bisschen Geld hin, Jay. Weil 500 reichen, vielleicht holst du der Bottrauber. Ich kann das nicht mehr hinsetzen. Achso, nee, du hättest einmal, während noch du gerade im Wort bist, meine ich. Aber okay, ja gut, aber du brauchst doch in der Zeit eine neue. Ich sehe ihn nicht. Was hat Geld abgegeben? Der hier. Welcher? Und der hier hat was gestellt. Der Grüne hat was gestellt, der Rote ist da. Da. Haben wir beide. Jetzt haben wir Peter. Es fehlt nur noch Jay. Ich muss mal resupplyen. So. Warte mal, ich muss mal eben. Oben bei den Juwelen lag noch ein Geldsack. Ja, ich gehe. Bleibst du hier bei dem? Ich hab den gekrallt, den Wagen. Ich weiß nicht, wo Sepp ist. Ich kann. Aber ich weiß, dass Julius Caesar hier bei mir war. Scheiß Bottrauber rennt da auch die ganze Zeit rum. Ich guck mal nach. Er hat ja kein Ziel, war kein Geld. Ja, hab es gewonnen. GG. Lock. Puh, Alter, dann ist er zum anderen Auto gelaufen. Leck mich am Arsch, ey. Da war ich aber auch die ganze Zeit unter Strom. In der Runde. Alter, das war eine absolute Quatsch. Die anderen halt auch. Das gibt es doch nicht. Aber stressig. Oh, Alter, ich lass Alter, das war fies. Nein, war eine Quatschrunde, ja, stimme Alter, ich zu. Alter, das ist hat doch voll einfach funktioniert. Also ich muss sagen, Julius Caesar, du rennst einfach vor dem weg. Ja, ja, dadurch, dass aber du zu wenig Ausdauer hast. Guter Konter gegen Sniper, muss ich auch sagen. Ja, aber ich habe Schaden bekommen, meine ich. Nee, du hast immer Schaden von meiner Explosion bekommen. Nee, Peter hat vor allem immer gestunt, das war richtig mies. Ja, ich hätte dich auch erschießen können, wenn ich gewollt hätte. Ja, aber Stunt war nerviger. Okay. Leider, leider. Aber stark gemacht. Ja, war lustig. Okay, try mal nochmal. Okay, Hier wird's den Inventor. Spiele ich einen Fat Chairman? Money Printer? Ne, den finden die. So groß ist die Map jetzt nicht. Die Map ist nicht so krass, dass du da nicht drankommst, leider. Haben wir viele ATMs auf der Map? Ja. Ist nicht wenig. Zumindest. Ich mach mal den Geek, der kann mehr Geld von den ATMs holen. Das ist so jetzt keine gute Gesamtkonzeptnummer, ehrlicherweise. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig auf dieser Map, die ist natürlich sehr groß. Ja, du musst ja ein bisschen halt einen mit Poison haben, der so ablenkt, finde ich, immer gut. Ja. Und dann irgendwann was explodiert, wa? Irgendwas was aufmacht, ja. Genau. Immer. Oder halt der Tag, ne, geht natürlich auch immer. Also was willst du nehmen? Also wenn, ist mir wenn, egal. Mir ist das auch egal. Ich spiele Tech oder Poison dann. Dann spielst du Poison, dann spiele ich aber Madman. Ja. Aber Bram, dann lass bitte am Anfang erst die ATMs machen. Du deckst, während ich hacke. Und danach machen wir die Dinger auf. Eins nach dem anderen. Was halten wir davon? Okay. Und Jay nervt. Also ja, ich kümmere mich hauptsächlich. Erstmal in erster Linie versuche ich mich mal da oben um den Juwelier zu kümmern. Okay, Peter, ich laufe dir aber hinterher. Als erstes ATMs. Hier vorne sind drei drin. Gut, machen wir noch zwei links, einer rechts. Eigentlich ist die Map hier auch prädestiniert für den Pilot. Der Drohne fliegt, ne? Ja. Aber der hat doch nicht die Drohne nur, sondern es gab doch auch einen, der schießen kann, oder? Paperplane. Hornet war das, oder? Warte mal, Controller. Ja, irgendwas konnte schießen. Can control a drone that can be used by him and his team like a CCTV camera. Ich würde mal einen Spy probieren.
Ich nehme mal den Piloten. Okay. Dann sag ich dir die an und du knallst sie ab. Ich glaube, ich gucke eher. Also ich glaube nicht, dass er schießen kann. Und ich muss mir so Paperplane-Dinger suchen. Das ist dann zu obvious. Sag mir lieber, wenn die da durchgucken. Ich fange jetzt an zu hacken, jetzt. Ja? Okay, ich mach da mal nix. Jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt. Und das ist jetzt schlecht. Meinst du, die sehen so noch was? Hier kommt einer, da kommt einer rein, da kommt einer rein, da ist einer drin. Ja. Ist genau hier. Guck mal, Kameras. Scheiße, wie sehen denn diese Boxen aus, die man hier so... Oben grün, oben bei der in der Bank, grüner Dude geht gerade zu dem einen... Kacke. Wo die spawnen? Ja. Ja, geht zu dem einen. Hier ist ein grüner Dude. Soll ich den wegschießen? Was? Ha! Ich bin auch hier. Lol, Sepp ist down. Ja, guck mal. Oh mein Gott. Guck, meinst du, man kann so die Kamera verdecken? Ja. Wo ist denn der hin, der hier gerade reinkam? Der ist nach unten gelaufen, gerade die Treppe runter. Na, dann hol ich das Geld jetzt. Was hat Sepp da gemacht? Der, ich hab ihn, glaube ich, distracted. Der ist, bei mir hat er geschossen. Der hat einfach auf irgendwen da geballert. Ich hab schon mal die Dingens ausgeräumt. Ne? Ich werd abgeschossen. Okay, scheiße, Chris, der war bei mir. Der ist hinten. Da war so ein grüner Dude, der. Ja. Was? Der hat doch die ganzen Glasscheiben vor mir weggemacht. Und währenddessen läuft dann noch gleichzeitig einer rum, der genau die gleichen Glasdinger anguckt. Das ist schlecht. Oh ja, wir sind gerade Juwelen am Abholen. Oh. Oben die Juwelen bei uns? Ja. Die haben die Juwelen, glaube ich, schon geholt. Sorry, ich musste mich leider mehr aufregen. Ich hatte 24k. Der war oben beim Juwelier. Der Juwelier ist leer. Okay. Dann muss aber jetzt eigentlich. Den nächsten ATM. Müsste er jetzt darauf achten. Der ist auch bei dem Geld schon. Er ist hier bei dem Geld. Da soll er sich ein bisschen Pilot. Um das Geld kümmern. Wir haben Pilot als Gegner. Oh. Wahrscheinlich Christian, jetzt oder? Ja. Aber jetzt steht er zu einfach ein weiterlaufen. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn einfach vergiftet. Guck, ob er stirbt. Weil er im Gift stehen bleibt. Oh mein Gott, war das glaube ich nicht. Das, also. Wow. Da habe ich jetzt viel Geld. Liegen lassen. Ich guck mal, dass ich keinen abknallt. Sonst musst du ganz schnell X drücken. Gas, der in Rot. Der mit dem roten Pulli, der zu den Juwelen ist. Lauf weg. Lauf weg. Genau, zum Polizeiauto. Der in. Ja, ich komm da nicht zu. Weil er halt im Pilot war. Ja, Freunde, ich sehe das, wenn du da unterwegs bist. Und er ist hier. Machst du kurz weg. So. Haben wir denn noch ATMs? Hier unten auf jeden Fall, wenn er rausgehst, links und links. Ah, noch zwei? Ich meine, ich bin sofort da. Christian ist immer noch hier. Er pilotet wieder. Ich bin da trotzdem. Ach ja, ist ja Gift. Ja, ist Gift. Achso, das ist Overtime oder was? Ja. Oh, hate my life, ich raste aus. Oh, der hat Geld mit. Nee, Geld hat er nicht mitgenommen. Wer war das? Der Rote hier? Also einer im roten, mit roten Klamotten war mit Gas. Mach nochmal, flieg nochmal. Und dann sehe ich ja, wenn der an dir vorbeiläuft. Ich kann gerade nicht. Doch. Dann sehe ich, wenn er wieder zu dir läuft. Die achten safe jetzt auf mich. Ich habe jetzt auch noch. Also, wir müssen ein paar Kameras wegmachen, weil Sepp kann natürlich die Kameras checken. Pilot ist down. Also, Pilotflugzeug ist down. Ich hack ATM-Rahmen. So, ich gucke. Da komm runter! Ah, wer dachte sich sonst was? Nein, ich bin verwirrt. Oh Gott, der kommt! Oh Gott, nein! Oh Gott. Ich hab das Geld abgelegt. Und schießt jemand? Ah. Das klingt nach ja, aus der Bank, glaube ich. Ja, oder? Also von unten oder oben? Ich glaube von oben.
Da unten die Bankautomaten wurden gemacht. Hinter dir, komm zurück, links. Der in grau. Beide. Beide. Den habe ich nämlich erkannt, weil das war Bram. Okay, da habe ich gesprengt. Das war nämlich Bram. So, wie kann ich euch jetzt helfen? Ich hab ihn einfach in die Luft gejagt. Ging schon viel ab, die beiden. Hier ist noch ein ATM. Jo. Kamera kaputt. Da ist auch noch eine Kamera und da ist er gerade drin. So, ich komme wieder, Pillar. Das war schon gut. Einmal auf den schießen, den dann explodieren lassen. Den konnte man erkennen, weil der dich so angeguckt hat. Der macht unten Kameras kaputt. Ist der noch hier? Ist der Graue da? Nee, glaube ich nicht. Ja, versuch mal, das Geld von den Juwelen lieber im Auge zu... Ach, das ja, haben die, das haben die schon. Haben die schon. Ah, die Kamera ist aus, ne? Das ist gut. Hier kommst du dir rein, Pinner. Das ist schlecht. Der hat mich erwischt! Ich habe keine gute Waffe. Ja, ist egal. Ein Schuss hat mich verarscht. Ja, aber ein Schuss hat halt gereicht, Peter. Das habe ich ja vorgesagt. Wenn du einmal auf den schießt, explodiert der. Ach so, oh mein Gott. Das und wieso bist du mit... selber explodiert? Ja, jetzt gerade bin ich halt auch selber explodiert, aber er wäre halt mit tot gewesen. Da, der Rote in dem Zug. Links in den Zug. In Rot. Der ist da reingegangen. Der ist aber kein Roter. Hat er sich umgezogen? Der ist da links. Hier. Ja. Nice. Nice. Der ist auch einer. Cool, nice, da hat sich selber gesprengt. Nice. Okay, nur noch Jay. Ja, aber er braucht nicht mehr so viel, ne? 14.000. Ich versuch mal. Oh, Kameras haben die alle kaputt gemacht. Okay, Jay. Oh, der ist oben links. Oh mein Gott, vielleicht hat er das sogar gesehen. Da sind wir tot. Ja, ich glaube, der hat das gesehen. Glaube ich nicht. What? Da war aber keine gute Hilfe gerade. Ja, das war keine gute. Ah, das passiert schon mal. Also ihr habt ja schon alles leergeräumt, oder was? Das ist richtig. Na, die ATM schon, ja. Aber der Vault war... Nee, CCTV ist deaktiviert. Warte. Der hat irgendwo da hinten geschossen. Weißt du denn, wo das ist? Nee. Warte. Was hat der... Da hinten hat er Gas gelegt. Irgendwo hier muss er sein. Ich glaube, der will dich da hinlocken, damit du da hingehst. Aber was hat. Der hat aufs Gas geschossen, meinst du? Nee, der kann das fernzünden. Der kann das da hinlegen und woanders hingehen. Aber von hier ist ja auch geschossen worden. Ja, ich kann ihn nicht aufmachen, ne? Ja, das ist ja, richtig. Aber du brauchst auch nur noch. Hier liegt, glaube ich. Oder hat Bram das Geld schon weggebracht? Ich nach Hause gebracht. Aber da geradeaus ist noch ein ATM. Da hinter dem. Genau, hinter dem Wagen, auf den Jagger zu läuft, sind noch zwei ATMs und in dem Mülleimer ist noch Geld. Da. Ich guck die ganze Zeit rum, ich sehe ihn aber nicht. Da, Mann. Okay. Ja, der hat das Feuer ausgemacht. Ah ja, okay. Ja, der will dich da hinten hinlocken. Der ist an der Bank. Der will dich locken. Der ist an der Bank. Aber der Poison kann der keine Vaults öffnen. Gemacht. Der Poison kann keine Vaults öffnen. Ja, aber er braucht auch nicht mehr so viel, ne? Ich weiß nicht, wo dieses CCTV-Ding ist. Das ist richtig nervig. Nee, das weiß ich leider auch nicht. Ist das nicht irgendwie... Ist jetzt hier im Zug? Kann es nicht gut gehen. Hast du nur... Ah, ne, es sind 3000. Zum Kotzen. Für fucking 1000 mache ich ja, das. Ja, gut, dass du das weggetan hast. Da kommt er nämlich gerade wieder. Das sind 5000. Ja, da sind 6000 drin. Und zwei ATMs noch. Bin ich hier irgendwo? Ja, kann sein. Ja. Nice, Christian. So, Kameras sind wieder da. Okay, es gibt noch eine Kamera. In der Zwischenzeit hat er die alle abgeknallt. Deshalb hat er auch immer geschossen. Ich denke, der wird sowas wie Bankautomaten eher dann machen, ne? Ach, so kann ich nicht gut gucken.
da. Der steht quasi schräg gegenüber, da oben läuft er gerade rum. Läuft da oben nach rechts. Oh, markiert es. In die Richtung. Jetzt fliegt der Pilot los. Die sind hier schon gehackt. Wo sind denn noch welche? Juwelen? Sind da noch welche da? Ja, da sind noch welche im Schrank. Das wird sogar reichen, glaube ich. Aber vielleicht hat er die nicht gesehen. Warte, ich würde mal hier stehen bleiben und fliegen, glaube ich. Mach das. Stell ich mal so hin, dass ich die Juwelen sehen kann. Ja, so ist gut. Na, du bist links von dir jetzt sofort. Ja, fliegt relativ langsam über die Map. Okay, jetzt sehe ich ihn wieder nicht mehr mit dem Flugzeug. Was doch, landet er gerade? Oh, ist kaputt gegangen, ja. Er fliegt, er springt jetzt da runter und rennt Richtung dem... zu dem Geld wahrscheinlich. Der hat das Geld gesehen, wie das da auf dem Boden liegt. Genau gegenüber von deinem Waggon. Oh, Alter, das ist so schwer. Ja, ich hoffe noch nicht. Okay, wo bist du? Da unten liegt Geld. Ach, das ist das hier aus dem Automaten. Das hat versucht Bram wahrscheinlich vorhin zu machen. Bleib mal oben. Also gut zu wissen. Er steht da oben wieder an der Ecke. Der hat dich gesehen. Ich kann ihn damit austricksen. Ja, das hoffe ich auch. Ja, so ist gut. Bleib da auf der Treppe stehen. Da siehst du das Geld. Und ich kann hinten die Juwelen noch sehen. Okay, sehr gut. Da hat er wieder Poison gemacht. Naja, er kann halt immer dahin laufen und... Oh, er läuft. Nein, nicht... Er kann da abgeben. Ja, aber ich kann soweit nicht schießen. Ja. Ja, er muss da oben hoch. Ja, stimmt. Doch halt keine Zeit mehr, ne? 1:10, hast du gut Zeit. Da oben ist er. Will gerade reingehen. Richtung Bank nach links gelaufen. Motherfucker, Sepp. Der kommt jetzt da gleich die Treppe hochgerannt. Das Geld jetzt weggeschmissen? Hab er jetzt weggeworfen. Er ist woanders hin. Ist er da runtergegangen, der mit der Scheiße. Wenn er umdreht und zu dem Auto gelaufen ist, dann... Das war vielleicht auch zu wenig. Nee, das sind immer noch 61.000, der hat noch nicht abgegeben. Ja, ja, genau. Oben in der Bank geschossen anscheinend. Vielleicht hat er Angst, dass du oben das Auto bekämpfst. Oh, jetzt wird er aber in die Richtung gelaufen, wa? Ist mir egal. Wo ist hier Geld? Da rechts sind Juwelen. Ist über dir gerannt, glaube ich. 4.000. Oben liegen noch 10.000. Reicht, wenn du die theoretisch die 10.000 oben rechts holst. Ja, beim Aufzug liegen 10. Der hat rot an, ne? Ja, aber der kann sich ja mittlerweile easy umgezogen haben. Er will auf jeden Fall dich weglocken. Ja, aber er muss ja zu dem Auto hier, dann haben wir noch das Auto und links. Ich glaub, da links ist auch noch eins. Ja, ne? Links ist auch noch eins. Aber er hat noch nicht genug Geld, das ist das Problem, glaube ich. Aber da hinten liegt doch einfach Geld, das ist das Problem. Die 10.000 oben rechts holst. Ja, beim Aufzug liegen 10. Alle Zeit der Welt. Ach, komm mal, entspannt. Alter!
Der ist auch Junge. Holy shit. Alter, das war so anstrengend, dieses Geld zusammen zu kratzen ohne die Tresore. Ja, uiuiui. Alter, boah. Uiuiuiuiuiui. Alter. Das war anstrengend. Das glaube ich dir. Und das, obwohl die nur allein, also obwohl er quasi nur alleine war, ne? Ja, das stimmt. Aber die ist halt so offen, die Map, dass er dann ein bisschen tricky ist. Ja, kann man so sagen. Schade, aber das war knapp, das war gut. Das war gut. Also das war stark von Jonathan. Okay, nächste Runde, let's go. Wir haben noch nicht gehackt, ne? Nee, aber ich glaube, es gibt auch nicht so viele PCs. Bei der Bank gibt es ein paar, aber nicht. Also es gibt schon mehr als drei. Was macht man jetzt am besten? Ja, Voltcracker kannst du hier nichts mitmachen knicken, auf der Map. Kannst du auf jeden Fall knicken. Wir müssen nochmal in die Vaults irgendwie rein. Ja. Also. Ja, vom Prinzip her ist der Arms-Dealer halt wirklich, glaube ich, ganz gut. Einer, also trotzdem, weil das funktioniert halt wirklich gut auf der Map. Backup-Cop. Ja. Habe ich denn noch gar nicht gespielt? Riot Control, null Wins. Ja, ist aber auch doof. Der doofe Hund. Dann nehme ich Sheriff. Und einer sammelt halt, einer macht vielleicht nochmal den Geek, um einfach die ATMs mitzunehmen, der andere breached. Oh, und dann sammelst du halt das alles zusammen, oder nicht? Ja, was macht der Armstealer nochmal? Mit X und Leute. Dann 7, genau, 5000 haben in der Hand und dann X 7. Ich mach Geek, ich suche nur gerade. Was machst mach du? Armstealer. Okay, dann breach ich wieder. Was breach ich denn am besten? Ich nehme einfach wieder Ingenieur, ne? Finde ich immer noch am besten von den Breachern. Ich hätte Dogsniff, a Dead Body, Bomb, Moneybag. Dead Body ist einer von uns, ne? Ja. Ja. Einen von uns, okay. Du musst halt irgendwie die Kohle verteilen. Mhm. Machen wir Kameras kaputt? Ja, sicher. Wenn du kannst, würde ich immer machen, oder? Erste Ding ist es offen. Hier unten rennt einer. Ach, das hat Pferd. Aufpassen, das. Ich werde halt nicht zum Reiten benutzen, aber sobald wir halt. Also, sobald ich einen kill, haben wir halt Botkop easy. Da hinten kommt einer schon runter. Die flooden uns wieder. Sind wieder ganz viele. Da ist. Ja, da ist schon einer mit. Also, ich weiß nicht. Wo ist denn mein Kackhund? Warum kommt der nicht? Kannst du dein Pferd mal eben wegrufen? Wird abgepferdet. Noch den angerannt. Disable erstmal die Kameras. Hier ist er, gerade. Ach, die Botrobber rennen schon rum wie die Wahnsinnigen. Wir haben einmal den Hund. Ja, ich weiß, den Hund habe ich gerade getötet. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es gibt Botcop easy schon. Ja, der startet mit 2000 oder so. Also wenn er direkt Geld gönnt, dann... Ja, ja, mit 5. Also die haben Armstealer. Hast du ihn? Und die haben den unteren Vault schon offen. Da schießt auch einer. Der tötet meinen Hund. Ich raste aus. Alter, wie useless ist dieser Hund? Hier, dieser Vault ist offen. Ja, der ist auch 10 von 10 verbuggt. Ja, sobald da vorne ist einer? Den ersten geholt, ne, ja. Nee, scheiße, du hättest ja... Oh mein Gott, ich hab die ATMs gehackt, ich Idiot. Oh, das war nicht so smart. Oben in der Bank habe ich die gemacht. Ja, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich habe schon den ersten Botrobber. Kann ich den Hund wiederbeleben? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Oder hast du eine Zeit? Hast du eine Zeit, die abläuft? Nee, dauert. Muss ihn lange reviven. So. Bringt den eigentlich Feueralarm hier? Müssen wir den überhaupt ausmachen?
Aber nicht. So, der zweite Vault ist offen. Die sind beide hier und da oben. Hier ist einer. Kann ich das Pferd umbringen? Ich find's schön, wie du hier denkst. Hier ist einer. Okay, kriegen wir nicht. Wie frech ist das denn? Da unten hat jemand Feuer gemacht. Ja, ich glaube der Grüne hier. Ich weiß aber gar nicht, was den Feuer hier bringt. Bei mir hat jemand Juwelen kaputt gemacht. Er ist halt einfach oben, macht er die Übersicht da oben. Kann ihn aber nicht wegknallen. Ich kann zwischendurch mal einen aufdecken, markieren. Ja. Der macht die Übersicht ganz gut da oben, muss ich sagen. Ja, das ist halt ein... Die sind so beide runter. Also der Vault in der Bank unten ist schon offen. Ja, den müssen wir protecten. Der ist fett. Der Vault im Zug ist auch offen. Versuch hier mal bei den Juwelen halt zu bleiben, aber... Und hier das Geld zu protecten, was hier halt schon rumliegt. Ah ja, fährt, du machst das schon. Das was war der Vault hinten bei dem kleinen... Oh mein Gott, der ist mir runtergefallen. Problem ist, ich weiß nicht, was du dagegen machen kannst. Bram, der verfolgt dich. Scheiße. Ich will gerade den Hund killen, damit ich an die Juwelen komme, damit ich einen beschwören kann. Ja, okay, der eine Dude rennt die ganze Zeit hier oben rum. Ja, dafür ist dann wieder der Sniper gut, damit die da in Deckung gehen müssen bei so einer offenen Map, ne? Okay. War das der ganz kleine Vault? Hat Bram gefunden. Bram leider wieder. Mach mal Kameras wieder an. Die Kuh. Ja, dieser kleine Locker ist schon leer. Oh, da rennt wieder einer. Ja, Bot, noch ein Botrobber Medium. Auf jeden Fall. Er ist hier oben. Kann ich den Hund in die Luft sprengen mit einem Auto? Das testen wir jetzt. Das wäre schon interessant. Ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alle ATMs, von denen ich weiß, gehackt. Und wir hoffen auf die... Hier oben ist er immer noch. Noch gibt es keinen Hund. Okay, der untere Vault ist noch voll. Das war ich. Ich lass meinen Hund mal wieder bei den Juwelen stehen. Hier liegt überall Geld. Nicht zu sprengen. Geld bei den, ATMs, hier liegt Geld. Das Problem ist, die Bot-Robber, die kriegen es auch nicht hin, das Geld bis zu uns zu bringen. Ja. Ich habe die Sachen zwar gehackt, aber die können die nicht irgendwie nicht aufsammeln und verwandeln. Ja, weil die halt so offen... So, da kommt einer. Einer holt 3000. Scheiße, hat er mich erwischt. Ja, okay, ich bin raus. Ich habe halt die ganzen Bot-Robber jetzt geholt. Ne, ich bin doch nochmal. Hier wird auch Geld liegen lassen. Ich habe immer das Gefühl, manche NPCs... Also die haben ein Sprengauto-Dude? Einmal den Arms-Dealer. Sprengauto-Dude. Auf der anderen Seite läuft wieder einer. Warte. Bram. Ja, der ist der Arms-Dealer. Der hat zwei geholt. Der Bot-Robot hat den einfach gekillt. Wo ist der Hund schon wieder hin? Jetzt ist der weg, Alter. Ich raste aus. Zum Kotzen. Keinmal. Das ist echt so. Die sind keinmal unten in den Vaults. Ich würde jetzt einfach in die Vault laufen und leer räumen. Ja, wenn die eh offen sind. Ja.
fährt wieder ein Bombenauto. Ja, der hat die Juwelen gesprengt. Wo ist der hin, den ich hier hatte? Passt aus. Hot Cop Easy wurde in der Bank getötet. Ja, von Bram. Alter, ist das right hier alles. Wo ist mein Grund? Ja, dass man hier nicht rüberspringen kann, ne? Da krieg ich so einen Anfall von. Der ballert denn die ganze Zeit da? Natürlich kommt der jetzt da runter, er wird mich verarschen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie unwahrscheinlich ist das? Dass er genau dann da jetzt runtergeht, Alter. Ich kann dich auch decken. Oder bist du erwischt worden? Nein, aber ich wollte gerade reingehen und jetzt plötzlich gehen sie rein. Gerade waren sie die ganze Zeit draußen. Das kann nicht wahr sein. Einer ist immer noch oben draußen. Sicherlich. Auf dem Polizeiauto heilt sich potenziell. Der andere ist da unten. Ich hab einen Bot. Bot Cop Easy wurde gefeuert, weil er. Geschossen. Wo? Ist okay. Meine, der ist, das sind die Cops, die laufen einfach. Die Bots laufen einfach in die Walls rein. Also die rennen ja einfach da volle Kanne rein. Mein Hund geheilt am Polizeiauto? Ja. Okay. Da kommt schon wieder einer an der Bank runter. Oben an der Bank wieder. Wieder oben an der Bank gelandet. Komm jetzt zu dir, Jay. Ich hab ihn einmal angegriffen. Quasi zu spotten. Okay. Ich spotte mal, wenn einer zu dir kommt. Hier rennt einfach so ein Botrauber jetzt mal so weg. Kommt einer hier bei mir in die Vorhalle? Kommt zu dir, kommt zu dir, kommt zu dir. Ja, ja, ich hab ein Problem. Oder? Wir wollen es einfach nur hardcore abfacken. Heil dich mal vielleicht. Ja, ja, muss ich die ganze Zeit schon. Ich komme mal zu dir. Ich habe leider auch nur eine Pistole. Bin voll. Unten wird gepiept, der rennt bestimmt wieder. Das ist. Guck. Mann, dass man hier nicht durchspringen kann, macht mich wahnsinnig. Doch, Dark Jump müsste gehen, oder? Ja, das ist wieder der scheiß Bot, der hier. Wait, das warst du. Vielleicht reicht es ja, dass er nur einen Sass hat. Er läuft gerade noch durch die Gegend und guckt hier andere Leute an. Kommt jetzt zu dir. Ich glaube, er weiß nicht, wer es war. Zumindest. Da habe ich dir früh genug gescheit gesagt, zum Glück, ey. Ja. Gut schnell reagiert, ey. Er kommt jetzt dir hinterher. Langsam. Einer war im Vault. Und ich meine, das wäre einer der Business-Leute hier gewesen. Hier hinten kann man auch Geld abgeben. Die haben diesen. Ich bleib mal bei dem Hauptvault. Da wollte gerade einer rein. Komm mal eben zum Zug. Die töten wieder meinen Hund. Was? Geht er nicht mehr? Scheiße! Okay. Da oben liegen noch, keine Ahnung, jetzt 32.000. Ne, wie viel liegt da? 18.000. Okay, vielleicht holt der Bot drüber. Okay, er konzentriert sich jetzt ja ziemlich auf die Vault, Jay. Mhm. Kommt ihr jetzt wieder hinterher? Hinter dir rechts ist eine Kamera, Peter. Ja, aber die benutzen gerade in dieser Runde keine Kameras irgendwie. Ja, ich gehe hin. Also der Zug ist noch voll. Hab Bram. Sehr gut. Der ist raus. Peter und Jay noch. Also der so Zug nicht, du Hundemörder! Der Zugvolt und hier der Hauptvolt, die sind noch voll. Die Juwelen weiß ich gerade nicht. Die hatten die eben gesprengt. Okay, er rennt wieder weg von der Vault. Das ist komplett korrekt. Oder ne, fängt nur an. Ne, ist jetzt... Hier. Kommt wieder zur Vault. Ja. Kommt jetzt wieder... Das war's mit Botrauber Medium. Scheiße, er sieht jetzt sofort auch das Geld bei dir in der Vault. Ist richtig. Greifen jetzt an, denn das bringt's nichts. Und dann lass es zusammen machen. Linker Vault, da kommt einer raus. Linker Vault. Ist weg, jawoll. Die sind halt so suizidär unterwegs, ne? Alter, das ist echt wild. Okay, das Geld bei den Juwelen. Wir haben hier das Geld hingelegt. Bist du bei dem?
Ja. Okay, wie komme ich da hin? Moment. Er steht genau jetzt rechts hinter dem steht Ding. Steht bei mir. Okay, bin hinter dir. Okay, jetzt. Kommt einer. Oh Gott, Peter. Oh Gott. Ja. Ich wollte schnell das Geld dann rausholen. Das wäre jetzt gewesen. Ja. Wie mache ich das jetzt? Das ist ja unmöglich. Ja. Ja, Jay ist auf jeden Fall einer der Business... Also hier im Zug. Du kannst Zug und Bank Vault. Kannst du mal gucken gehen. Sind beide unten im Zug. Beide im Zug. Jay und Peter. Und wo gehen die hin? Die sind im Zug. Die räumen den jetzt aus. Einen habe ich. Sehr gut. Ist das Geld noch hier? Oh, das bist du. Oh mein Gott. Ja, das Geld liegt hier. Ja. Sehr gut. Dann gehe ich zum Hauptvault. Ja, Jay war ein Grüner, aber da jetzt drauf zu schießen, wäre halt nicht smart. Nice. Die ganze Zeit. Das ist halt so lächerlich gewesen. Alter, war das knapp. Ey, du stehst vor mir und willst mich wegsprengen, du Sau. Keine Zeit mehr. Achso. Ja, die Zeit wäre abgelaufen sonst. Da hättest du mir, glaube ich, fast besser in den Rücken schießen können als das Sprengerauto, glaube ich. Christian war ja noch da. Ja. Also, ja, keine Ahnung, was da war, aber ihr seid die ganze Zeit draußen. Dann überlege ich mich jetzt auf die Vaults zu fokussieren und plötzlich seid ihr nur noch bei den Vaults, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ja, weil die halt offen waren und noch Geld drin war. Ey, Christian hat das richtig gut gemacht und ihr habt die ganze Zeit meinen Kackhund getötet, ihr Schweine. Die Schweine, ja. Ich meine, kann man den mittlerweile reviven? Alter, ey. Aber die ersten, also ihr habt jetzt auch ein bisschen reingetrollt, glaube ich. Ja. Es war super anstrengend für uns, aber eine coole Folge mal wieder. Perfect Heist 2. Für die Robber war es auf jeden Fall hier sehr dominant. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.